Ja, wir hatten gerade eine hitzige Diskussion wegen dem Abbruchantrag eines Hauses in der Inselstraße am Hofgarten, wo die Erhaltungssatzung gilt. Und die CDU und FDP haben mal wieder ihre eigene Satzung nicht durchsetzen wollen und haben den Abbruchantrag genehmigt. Wir hatten aber trotzdem eine lange Diskussion, die sehr interessant und fruchtreich war, weil wir ganz einfach auch mal diese Argumentationslinien, die sowohl von der Verwaltung hier auch vorgehalten werden, als auch von der CDU und FDP, wie zum Beispiel Eigentumsrecht steht über dem Recht der Erhaltungssatzung. Das würde aber heißen, und da haben wir Ihnen auch ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichtes Hamburg vorlegen können, da wo nämlich genau diese Frage geklärt wurde und gesagt wurde, um dieses überhaupt beurteilen zu können, muss man eigentlich die Wirtschaftlichkeit des Abbruchs gegenüber Erhalt gegenüberstellen. Und das wurde auch hier nicht gemacht. Das heißt, die Stadt nimmt das einfach so hin und will diese Erhaltungssatzung ganz einfach so nicht durchsetzen und bei Bedarf einer Klage des Besitzers entgegenstehen, so wie es in Hamburg geschehen ist. Und damals in Hamburg 2010 hat Hamburg gegenüber dem Kläger gewonnen. Das heißt, das Haus steht immer noch da und musste instand gesetzt werden.